Die Hölle auf der Konsole. Diablo 3 kommt jetzt auch auf PlayStation 3 und Xbox 360. In der neuen Version wurde das Loot-System angepasst, außerdem gibt es keinen Online-Zwang und kein Auktionshaus. Als weitere Anpassung an das Zocken im Wohnzimmer wurde die Kameraeinstellung leicht verändert und ein schnelles und übersichtliches System zum Anlegen neuer Ausrüstung eingebaut. Killzone Mercenary will einen hochwertigen Shooter für die Vita liefern. Das tragbare Killzone hat 9 Singleplayer-Missionen und 6 Multiplayer-Maps und lässt uns als Söldner antreten, der weder auf Seiten der ESA noch der Hellgast steht und sich in eigenem Auftrag und für eigenes Geld durch die Geschichte des Killzone-Universums ballert. Der LEGO-Handheld-Titel Legends of Chima: Laval's Journey ist für die Vita und 3DS bereits erschienen. Der normale Nintendo DS jedoch hatte etwas das Nachsehen und bekommt die kindergerechte Versoftung der neuen LEGO-Eigenmarke mit Tiermenschen und Rennwagen erst im September. Der Puppenspieler erzählt eine Märchengeschichte vor wechselnden Bühnenhintergründen. Wir spielen einen Jungen, der in eine Holzpuppe verwandelt wurde und sich unterschiedliche Köpfe aufsetzt, um verschiedene Kräfte zu erhalten. Die ganze Story wird dabei als Bühnenstück inszeniert mit sich wandelnden Kulissen und sogar Reaktion des Publikums auf unsere Handlungen. Mit DuckTales Remastered kehrt ein Klassiker zurück. Das Jump'n'Run hat eine neue Grafik bekommen, die 5 Kernlevel wurden um 2 neue erweitert, aber das Gameplay ist dasselbe. Ganz oldschoolig darf man also auch bei der normalen Schwierigkeit nach dem Tod den Level von vorne beginnen und es gilt, Upgrades zu sammeln und versteckte Bereiche zu entdecken. Auch auf dem Eis gibt es eine neue digitale Sportsaison. NHL 14 hat 1000 neue Animationen ins True Performance Skating integriert bekommen, die unvermeidbaren Kollisionen werden realistischer und die Checks einfacher durchzuführen. Und im überarbeiteten Be a Pro-Modus verfolgen wir nicht nur einfach sportlich unsere Karriere, sondern müssen mit Kollegen und Presse interagieren, um erfolgreich zu bleiben. Kingdom Hearts HD 1.5 Remix packt Kingdom Hearts Final Mix und Re-Chain of Memories in frischer Optik in ein Paket und legt auch noch die Story von Kingdom Hearts 358 Two Days als Zusammenschnitt überarbeiteter Cinematics und neuer Szenen obendrauf. Bei den spielbaren Parts wurde zum neuen Aussehen auch geringfügig an Kamera und Steuerung gebastelt, insgesamt soll das Spielerlebnis aber das Original nicht verfälschen, sondern auffrischen. Harvest Moon, die Mutter aller Farmspielchen, erhält mit A New Beginning ihren ersten rein für den 3DS entwickelten Titel. Wie immer wird eine Farm wieder auf Vordermann gebracht und angebaut, was nur wachsen will. Gleichzeitig soll ein ganzes Dorf durch den Agrarerfolg wiederbelebt werden. Das erste Mal kann dabei alles individuell angepasst werden, wie man lustig ist, inklusive des Dorfs. Zu Grand Theft Auto 5 brauchen wir wohl kaum noch etwas zu sagen, außer es kommt endlich. Pro forma aber, die lange erwartete und nur für Konsolen erscheinende Fortsetzung der Kultserie hat eine riesige Welt, 3 Protagonisten und eine gigantische Hypewelle, mit der Verkaufsrekorde aufgestellt werden wollen. Nirvanas anstreben, Ozeane erkunden, Tiere jagen oder von ihnen gejagt werden, Freaks bestaunen oder sich anfreunden. Mit dem Herbst kommt unvermeidlich neuer Fußball. PES 2014 macht dabei den Anfang und setzt auf die von Kojima entwickelte Fox Engine. Und damit gehen auch ein verbesserter Körperkontakt zwischen Spielern und flüssigere Animationen einher. Außerdem ist der Ligenmodus zurück, der im letzten Jahr ausfiel, und ein paar neue Spielklassen finden ihren Weg ins Spiel. Shin Megami Tensei Devil Summoner Soul Hackers. Hinter dem langen Titel verbirgt sich das zweite Spiel der Devil Summoner Unterreihe von Shin Megami Tensei, das jetzt für den 3DS neu aufgelegt wird. Dabei wurde die Originalversion um 30 Dämonen erweitert, die man auch weiterhin wahlweise bekämpfen oder auf die eigene Seite ziehen kann. Außerdem wurde ein neuer Dungeon integriert. Der Download-Shooter Alien Rage verkünstelt sich nicht, sondern schickt uns einfach geradlinig mit 10 Waffen, die jeweils 2 Schussmodi haben, gegen Horden von Aliens. Die arcadige Ballerei spielt sich dabei oldschoolig, sieht aber ordentlich aus und wirft uns in den linearen Leveln fette Bosse entgegen. Und noch einmal Fußball. Auch bei FIFA 14 wurde am Realismus gefeilt. Jeder Schuss soll korrekt und einmalig ausgeführt werden. Pässe können gelupft oder mit FE gespielt werden. Dribbling wird präziser und auch die Teamarbeit soll sich besser gestalten mit eigenständig agierenden Spielern, die sich sinnig positionieren und kontinuierlich ihre Laufwege an das Geschehen auf dem Platz anpassen. And celebrate.
In Deadfall Adventures greift das polnische Team The Farm 51 auf eine Abenteurerlegende zurück. Die fiktive Figur Alan Quatermain war eine Art Vorlage für Indiana Jones und auch wenn wir nicht den Romanhelden selber spielen, so dürfen wir doch die Rolle seines Enkels übernehmen, der den mystischen Geschichten seines Opas zunächst kritisch gegenübersteht. Zusammen mit einer Kollegin gerät er dann aber natürlich in ein reichlich mit okkulten Elementen durchsetztes Abenteuer und ballert und rätselt sich in Ego-Perspektive durch alte Tempelanlagen. Armored Core Verdict Day lässt die Traditionsmechballerei in die nächste Runde gehen. Diesmal liegt der Schwerpunkt dabei auf dem Online-Multiplayer, der uns im Team oder mit selbst erstellten KI-Helfern antreten lässt, um für verschiedene Fraktionen die Vorherrschaft über die Regionen der dystopischen Zukunft zu erringen. Disgaea Dimension 2 A Brighter Darkness wird eine Fortsetzung von Hour of Darkness und schickt uns in vertrauter Manier in taktische Kämpfe mit schräg überzogenen Attacken. Neu oder besser zurückgekehrt ist das Meister-Schüler-System, mit dem wir Skills zwischen Charakteren tauschen können. Außerdem können wir eingefangene Monster jetzt als Reittiere verwenden und bekommen spezielle berittene Angriffe dafür spendiert. Disgaea Dimension 2